Fast jeder kennt Lassie. Aber kennen Sie damit auch den Collie? Wie ist der Collie wirklich? Der Collie ist ein richtiger Promi unter den Hunderassen. Und das nicht erst, seitdem die Hündin Lassie 1945 das erste Mal gemeinsam mit dem kleinen Timmy über die Leinwand flimmerte. Ein Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles und ein Grabmal im Park des Windsor Castle. Welche andere Hunderasse kann Ähnliches vorweisen? Bei einem Schottland-Besuch verliebte sich Queen Victoria in die stolze Optik der Vierbeiner. Zeitweise machten 88 Collies den Hof des Vereinigten Königreichs unsicher. Seinen Ursprung hat der Collie als Hütehund in Schottland und war vor allem wegen seiner Cleverness und Lernbereitschaft verbreitet. Den Collie gibt es in drei Farbschlägen: Sable White, Tree Color und Blue Merle. Charakteristisch ist das lange, üppige Fell mit dem ausgeprägten Kragen. Sein schmaler, stolzer Kopf und die langen Beine verleihen ihm seine elegante Optik. Die amerikanische Variante ist kräftiger gebaut, mit breiterem Kopf und größeren Augen. Auffällig ist auch die nicht so üppige Unterwolle. Das lässt amerikanische Collies weniger plüschig aussehen als ihre britischen Vertreter. Also am tollsten finde ich das Aufziehen von kleinen Collies. Das macht mir am meisten Spaß. Die Grundlagen dafür zu legen, dass sie wunderbare, gesunde und lebensfrohe Collies werden. Super macht er das! Yes, super macht er das! Die Collies haben ein unbeschreibliches Wesen, weil sie sind Art 1 ruhig, ausgeglichen, überhaupt nicht nervig und sehr nervenstark. Also für mich ist der Collie der optimale Familienhund. Er ist aggressionslos, er ist sehr sanftmütig, er ist intelligent, er ist sportlich. Für Leute, die halt so nur sehr wenig Zeit haben, sich mit ihrem Hund zu beschäftigen, ist der Collie nicht geeignet. Weil es halt ein Hund ist, der sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitet und mit Menschen zusammen ist. Als Hütehund braucht er relativ viel Auslauf. Also man muss dann schon mindestens 2 große Runden laufen mit ihm. Und was für ihn ganz, ganz wichtig ist, ist die geistige Beschäftigung. Kleine Tricks zum Beispiel üben, Dogdancing machen oder Suchspiele oder sowas, das kann man auch abends machen. Das mache ich mit meinen auch im Wohnzimmer zum Beispiel, dass ich irgendwelche Leckerli verstecke und die suchen lasse. Oder so diese interaktiven Hundespiele, dass ich mit denen irgendwas mache. Also der Collie gilt sogar als ein Hund, der für Allergiker geeignet ist, weil er hat zwar ein langes Fell, aber anders wie zum Beispiel bei einer Katzenhaarallergie ist dieses Fell so, dass es keine Allergien auslöst. Also nur wenn einer wirklich total auf Hunde allergisch ist, dann wäre das für ihn ein Problem. Es kann vorkommen, dass Collies unter einem Defekt im MDR1-Gen leiden. Durch gewissenhafte Züchtung kann der Gendefekt aber vermieden werden, indem vor der Verpaarung auf den Gendefekt geprüft wird. Wichtig ist es also, auf einen vertrauenswürdigen Züchter zu achten. Der MDR1-Gendefekt führt zu Überempfindlichkeit bei manchen Arzneimitteln, wie beispielsweise Ivermectin, das gegen Parasiten verabreicht wird. Zu hohe Dosen können sogar zum Tod des Tieres führen. Auch die Erbkrankheit Collie-Eye-Anomalie, die zur Erblindung führen kann, kann durch Züchtung ausgeschlossen werden. Also die Abgabe der Welpen ist für mich überhaupt das Schwerste. Das, ja, es geht nicht ohne Tränen davon. Und für mich ist er einfach der optimale Hund.